machst du nichts. Deine Zeit kommt auch noch, Dubstep. Deswegen bist du noch so gut im Fahren hier. Ich bin ungefähr Alonsos Alter. Aber ich weiß doch nicht, wie lange man in der Box stehen muss, ohne dass man das Auto anfasst und bekommt zweimal Strafe. Oder nee. Ich weiß nicht, wie ich in der Startaufstellung stehen soll mit 4000 Grand Prix. Und dann weiß das Team nicht, wie es in der Box als Auto nicht anfassen darf für 5 Sekunden. Genauso wie ein anderes Team 2 Wochen vorher. Mal keine Namen zu nennen hier. Entschuldigung. Achso, das ist kein Barren hier. Okay. Ah, hier Zement habe ich da. Schön. Man darf den linke Barren brauchst du nicht anfassen, der ist voll. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wurde wird zurückgenommen oder was? Weil der Wagenheber war noch nicht auto dran, es war noch 3 cm. 3 cm ist manchmal wichtig in manchen Situationen. Echt, wurde zurückgenommen, die 10 Sekunden. Ist er jetzt doch Dritter. Nachdem er erstmal oben war, gefeiert hat und unten ihm gesagt wurde, er ist fair, sagte, ja, ist egal, ich war oben, hab gefeiert, das macht nicht 3 Punkte hin oder her, ganz gechillt. Dann war der Russell in der Besprechung halt, in dem, wie heißt denn das? Hey, da wo die ganzen Presse-Dings da, ne? Weißt du, was ich meine? Und dann ist er doch wieder Dritter. Ja, also das sind halt wieder irgendwelche, ja, zum Glück zurückgenommen, finde ich gut. Das sind wieder irgendwelche Entscheidungen hier. Dass es nicht einmal im Rennen gesagt wurde, sondern einfach so kurz vor 2 Runden vor Schluss. Dann hätte er noch rausfahren können in 10 Sekunden, theoretisch. Also. Man sollte die Stewards mal bewerten. Wird mit verschiedenerlei Maß gemessen. Jedes Mal gleiches Vergehen, verschiedene Entscheidungen. Da müssen sich mal einig werden hier. Die haben doch ihr Regelwerk. Okay, ich hab da nicht mal weiter nachgelesen. Dubstep. Dann passt das ja, dass wieder zurückgenommen wurde. Ja, Safety Car. Auch unnötig, weil sie nicht gesehen haben, wo das Auto von vom Stroll steht. Lol. Aber okay. 4000 Kameras, aber in Anbetracht dessen, dass sie nicht gewusst haben, wo es in dem Augenblick ist, ist es schon okay, weil bei der Strecke, wenn ein Auto irgendwo steht und kein Safety Car, ist RIP. Wo kann ich denn Öl hin tun? Diese ganzen scheiß Autobatterien, braucht man die überhaupt hier, den Müll? Je nachdem, was wir bei dem ganzen Kram hier brauchen, brauchen wir den Kram 100 Pro noch. Ja, aber Autobatterien kriegen wir so viele. An jeder Ecke steht ein Auto, die können wir ja fast wegschmeißen. Irgendwie ja, verbrauchen wir Platz. Batterien und wir gucken, ob wir irgendwo beim Händler die Zeichnung für zweimal elektrischer Ofenherstellung kriegen, so nach dem Motto. Ja, da tauschen wir Waffen oder so. Ich weiß nicht, ob die Batterien. Es ist halt. Ich habe halt gerade wieder so viel Zeug mitgebracht. Die ganzen Waffen weg und dann, wenn wir mal eine Waffe brauchen, kommt dann, oh, wir haben nichts mehr. Dann gehe ich looten. Dann gehe ich wieder looten, ja. Ja, aber das ist nicht die eine Live-Kamera, die wir im Fernsehen oder das Auto gezeigt, bevor das Hälfte. Ja! Genau. Genau, das wurde ja gezeigt im Live-Signal. Und die haben halt die Kameras durchgeskippt, anstatt einfach mal ganz kurz zu schauen, was im Fernsehen gesendet wird. Ja, genau, habe ich auch so gesehen. Ja, da machst du nichts, was willst du da warten?
muss ich den Motor reintun? Ich hab einen Motor hier in der Tasche. Hier habe ich schon eingebaut. Ach, jetzt hat. Und ich bin ja am Rollen. Hab gehofft, dass ich den Motor irgendwo hin tun kann. Ach, der wäre so oder so Zweiter geworden. Dubstep. Der durfte nur nicht fahren. Also er wäre auch. Er hätte es auch geschafft, Erster zu werden. Er durfte nur nicht fahren. Die mussten die ja zügeln. Die durften ja auch nicht alles zeigen, was der Red Bull kann. Aber die Zeit, was sie rausgefahren haben, war halt anders krass. Genau, so einen Zweiten hätte er, egal wie, den Zweiten hätte er eh bekommen. Und ich dachte, dass Perez einen Vertrag hat, dass er den Verstappen immer durchlassen muss, egal was ist. Und dieses Ding, als sie gesprochen haben nach der Siegerehrung. Echt, hast du die Erlaubnis bekommen, die schnellste Runde zu fahren? Also durftest du. Und Perez, der ist immer so gearscht irgendwie, der Arme. Hier war doch irgendwo Essen vorgekocht. Wo ist das denn schon wieder? Was haben wir? In einer Kiste hatte ich doch hier Essen, weil ich noch nicht gegessen habe, reingepackt. Da waren 4 Fleischeintöpfe gewesen, die wollte ich jetzt eigentlich gerade essen. Achso, die hatte ich mir gesnackt, weil mein Char komplett leer war. Sorry. So, da. Dann ist wenigstens nicht verfault. Nimm mal hier diese Dose. Schmackhaftes, reichhaltiges Dosenfleisch. Schmeiß die mal dahin. Wir haben da noch eine halbe Kiste Dörrfleisch und so ein Kram. Kann man auch eben schnell noch. Mache ich mir eben schnell. Genau, zweimal das Fleisch und einmal Kraut oder so. Kraut, das habe ich drin gelassen im Ofen. Kannst du so nehmen. Die Sachen habe ich schon verarbeitet. Der Tisch hier oben, wo die Erste-Hilfe-Tasche vorsteht, da habe ich teilweise die Medikamente, so mehr oder weniger, die ich bis jetzt so gefunden habe oder gemacht habe, reingeschmissen. Wir haben 7 Flaschen mit 7 Tablettenflaschen gegen Dünnpfiff. Oh, geil. Also, ich meine ja, Dubstep, dass sich der Perez an die Vorgaben halten muss. Erst nicht, weil er netter ist, sondern ich glaube sogar, der hat im Vertrag stehen, dass wenn er nicht so macht, wie der Verstappen möchte, dass dann irgendeine Strafe gibt oder so, wenn er Pech hat. Kann ich mir vorstellen. Reine Spekulation. Aber so einen Vertrag wird er schon haben. Deswegen kann der Max machen, was er will und der Perez nicht. Und auch das, was du schreibst. Na klar. Könnt mal wieder anfangen, so wie früher. Wie, ihr habt eine Stallorder, dann zahlt erstmal so und so viel 1000 schön an Strafe. Heutzutage steht das in Verträgen drin, für den Stallordner. Oder? Da steht drin, dass das der Nummer 1 Fahrer ist und der darf das und das machen. Der muss ihn immer vorlassen bei gewissen Situationen. Jetzt sehe ich nur noch Sterne schon wieder. Ich sehe sogar 272 Sterne. Kannst du nicht ausdenken. Sternchen, was geht? Vielen Dank, schon wieder hier geradet. Jetzt, wenn ich dann offline gehe um 3, 4 Uhr, musst du online kommen, wenn ich es zurückraden kann. Vielen herzlichen Dank hier. Das ist ja verrückt, da bist du. Also ich das ist schon halbe Belästigung hier, ey. Das kannst du dir nicht vorstellen. Hab halt schon eine schwere Zeit hinter mir in dem Spiel. Ich wollte zur Tankstelle Benzin holen. Gehe ich zur Tankstelle, tu mit meiner Pistole alle Zombies abschießen, lauf zurück, tu das ins Auto einladen, ein Teil, geh wieder hin, alle wieder gespawnt. Das musste ich dreimal machen, hatte dann keine Schüsse mehr und mein Auto war kaputt. Also, und das ist mir dann nochmal passiert, woanders, ganz, ganz weit weg, hier auch nochmal. Ach, das heißt Tollkirsche. Ich wollte schon Trollkirsche sagen. Grüß dich, Trollkirsche. Trollkirsche. Hallo, Mr. Präsident. 961, der tiefe Dschungel. 77. Kaffee ist auch am Start. Korax. Und der tiefe Dschungel. Achso, hast du schon. Das sieht aus wie Ark und 7 Days to Die Mix. Ich würde eher sagen DayZ und 7 Days. So fast. Ja.
DC habe ich nie gezockt, aber das fühlt sich halt so an, so ein bisschen anscheinend von Zuschauern. Also viel Action in Tankstelle gehabt und dann viel Action beim blauen Gebäude. Jetzt bin ich gerade zurück, habe sehr, sehr viel Sprit geholt, habe sehr, sehr viele Motoren geholt und Solardinger und so. Was ich halt geil finde, erstmal, ich hoffe, ihr habt einen guten Stream. Was habt ihr Schönes gemacht? Ich glaube, ich habe gesehen, ihr habt Ding gemacht. Auch das Spiel hier, was auch immer hier das da, ne? Und ich hatte mal kurz reingeschaut, ging 19 Uhr und das ist 19:20 Uhr, habe ich mal kurz geguckt hier, aber ich war da selber noch was am Rumfummeln. Was ich sagen wollte, was ich geil finde, ist, wie ich es nenne, AOE-Strom oder auch WLAN-Strom genannt. Dass du keine Kabel legen musst, sondern hier, du hast einfach das alles, was mit Strom versorgt. Weißt du nicht, ob ihr das schon habt? Und das finde ich ja geil. Moin, Eisern, was geht? Ja, spannend bleibt es immer. Besonders wenn du 10 Meter weit wegläufst, die Zombies, die spawnen, dann läufst du spawnen alle neu. Ja, WLAN-Strom, Main. Also ich habe das schon in Ark so genannt. Ich hatte da Mod, dass das macht. Hier ist es im Spiel implementiert. Du, also ich habe ja viele Spiele gespielt. Auch als letztens haben wir hier bei Icarus Kabel verlegt, Arkama Kabel verlegt, überall Kabel verlegt. Und hier ist es halt so, dass es halt echt geil, dieses Batterie, das Battery Pack, versorgt halt alles, was blau ist. Also ist das halt hier schönes WLAN-Strom. Sprich, du tust die Sachen einfach hin, verbindest sie mit der gewissen Nummer, das ist halt der eine Stromkreis, kannst du Nummer. Der hier ist Nummer 1, der versorgt halt alle, die mit Nummer 1 sind oder die in Range sind und dann kannst du einfach da. Achso, Strom. Spielst du mit Lumen an? Was ist das genau? Das hatten wir letztes Mal schon geklärt, gell? Dass die Zombies kommen. Ja, oder das. Oder wie? Exzellente, jetzt mach dich hier nicht unbeliebt. Immer voll so hart. Was geht denn bei dir? Das ist lächerlich. Ich habe eigentlich die Standard-Settings, die der Server hat. Wenn er erstellt wird. Ich glaube, bei Lumen meint er eher irgendwas Grafiktechnisches bei dir. Musst du mir sagen. Ach, das da, Unreal Engine Lumen. Ach so, nee. Was ist das? Kann ich das anmachen? Ist das geil? Ja, es müsste eigentlich schon gebannt sein hier, Dings da. Also bei mir ist ja ganz wichtig, dass keine Bewegungsunschärfe ist. Final Fantasy 14 habe ich auch noch nie gezockt, sage ich das Sternchen. Ich habe ja viele Jahre WoW gespielt, oder spiele es immer noch. Und Final Fantasy 14 habe ich mir mal angeschaut. Ist ganz nett, aber ich glaube, das ist zu viel Story und zu viel, was ich da nicht so Bock drauf habe. Story ist mir nicht scheißegal, das schaue ich Film oder Serie. Unreal Engine Lumen. Hast du mal einen Teilsender? Gerade einen Baum umgeboxt, der ist irgendwie gefühlt einen halben Kilometer weggeflogen. Ja, macht ja nichts, wenn du FF14 hast, brauchst du nicht beides. Auf jeden Fall aber mega Hardware-lastig. Okay, ich habe Lumen an. Ist Lumen beleuchtet sowas wie Blumen? Das möchte ich auch nicht, okay. Ist das Spiel jetzt besser? Ja, Story ist immer ein Spiel, sowas von scheißegal. Schau ich Film, schau ich Serie, hab ich Story, kann ich entspannt chillen. Bei Spielen nervt mich das, wenn die mich voll labern. Ich hab Diablo 4 Beta gespielt und ich habe die ersten 6 Stunden halt mir die Story angeschaut, auch sogar vorgelesen, so ein bisschen blablub und alles, aber ich konnte dann nicht mehr. Jeder Idiot hat mich vollgetextet, bla, hier, da, du musst da, das ist mir sowas von egal. Hab ich einfach geskippt. Einfach geskippt. Hardware-lastig ist wegen dem Lumen gemeint, Tau. Den Haken muss ich auch reinmachen. Ach so. Okay, ich dachte, die Beleuchtung ist noch zusätzlich.
Sowas wie Blumen. Na, Blumen hasse ich. What the fuck? Was ist denn das jetzt hier? Was ist denn... What? Was zum Teufel? Ist das sowas wie Raytracing oder was? Was ist das? Wieso ist das so hell? Hat sich bei dir irgendwie ein Einhorn ausgekotzt mit den Farben oder wie? Ich gehe ins Licht. Ich sag's dir, ich gehe gleich ins Licht, dann ist vorbei mit mir. Ja, da guckst du sehr, Pico, ne? Aber bei Feinen mache ich das wirklich gerne. Okay, ja gut, wenn man Bock drauf hat. Ja, also ich finde, das ist echt gut. Ja, ich rotiere auch gerade mit Survival. 4 Spiele durch, haben wir letztes Mal schon erzählt. Ich hatte heute mal mir angeschaut, kennt ihr das Spiel Volcanoids? Volcanoids? Wo man so eine Bohrermaschine als Zuhause hat und dann sich in der Welt durchbohrt. Mal kurz noch ein paar Sachen ausladen hier. Achso, ich hatte noch so einen Kraftstoffgenerator mitgenommen. Also das Loom soll anscheinend die Lichter verbessern. Alles klar, Sternchen. Danke nochmal für das Vertrauen und ich werde auf jeden Fall mich revanchieren. Wenn du 3, 4 online gehst, stehst mal auf, gehst online und dann durch zurück raiden. Okay, abgemacht. Danke, bis dann. Kuss, kuss. Ja. Und natürlich auch für deinen Mann auch ein Küsschen hier für Deep Jungle. Wie ich es verstanden habe letztens. Lasst euch knuddeln. Was soll ich das denn jetzt hin tun hier? Haben wir eine Kiste für einen Solar Only? Nee, für Kraft. Nee, Solar habe ich ja schon abgelegt. Nimm dir einen leeren Rucksack, hätte ich fast gesagt. Aus der Kiste, wo steht leerer Rucksack, und pack die da rein, damit es nicht ganz so eine Explosion ist. Ach, das geht jetzt. Jetzt ist einmal nicht so. Bis bald. Hier. Ja, Messer ist auf der anderen Seite die Toolbox. Da habe ich extra die Metallwerkzeuge, die wir gefunden haben, alle reingeschmissen. Ich bin immer noch so schwer. Ich muss diesen scheiß Generator irgendwo hinschmeißen hier. Komm, ich schmeiß den mal kurz weg und suche mir erstmal so ein Ding. Ich gehe das nicht so spazieren. Ist ja auch Wasser drin. Nee, aktuell nicht, denn ich bin momentan im Wandel. Ich habe viel Hardware, die kaputt ist, die ich jetzt eingeschickt habe. Und ich gerade noch warte auf einen Reparaturauftrag. Meist betrifft es mir Grafikkarte. Wenn mir geht gefühlt jede Grafikkarte kaputt. Weiß auch nicht, was das soll. Wenn ich dann damit durch bin, alles kann ich ja wieder eins aufsetzen. Es ist halt hier drin aktuelle 4070. Die habe ich quasi hochgetauscht. Ich habe eine alte 30er Generation eingeschickt, die kaputt ging. Hatte 2 Monate keine Grafikkarte. Habe dann eine Gutschrift bekommen. Habe eine 4070 dafür bekommen. Die nicht ging und habe die jetzt wieder eingeschickt und habe jetzt eine andere 4070 Grad. Und die in Reparatur ist, muss ich schauen, was mit der ist. Katastrophe. Also. Ganz wilde Sache. Ganz wilde Sache. Soweit habe ich halt ultra Pech. Ey, wie schwer ist denn das Ding, dass ich von Anfang an halt gar nicht mehr laufen kann? 30 Kilo? Also ich habe unten noch ein bisschen Öl, deswegen mit 80 Kilo, deswegen habe ich nicht geschaut. Jetzt nicht normalerweise nach dreimal Reparatur- oder Verbesserungsversuch mit Kohle oder so wieder? Irgendwie so in der Richtung? War da nicht mal irgendwie so eine Regel? Habe ich ja bekommen. Deswegen habe ich ja tauschen können.
Gutschrift bekommen, dass ich in dem Shop was kaufe, und dann habe ich für das Geld, habe ich einfach die, das Geld, was ich da bekommen habe, habe ich halt den anderen geholt. Du musst halt Faustding ausmachen, Eisern. So ein Ding. Ja, aber ich weiß nicht, ob es so richtig ist. Ich muss sagen, ich bin auch kein Raytracing oder so Fan. Wenn ich Raytracing will, habe ich in echt mein Leben. So will ich im Spiel etwas klar haben. Sieht aber echt komisch aus, oder? Warte mal, was ist denn da noch? Lumen, Qualität 4. Okay, jetzt habe ich auch keine Frames mehr. Und jetzt? Nee, das schaut total verkehrt aus da draußen. Das ist doch kacke. Virtuelle Texturen. Mal wieder auf 1. Jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Draußen schaut es okay aus, aber sonst... Das ist komisch. Also ich fand es eigentlich... Vorher sah es eh schon gut aus. So. Ich habe lieber ein bisschen mehr Frames, denn ich bin halt Game-Sickness geschädigt. So mindestens 100 plus oder so. 60 oder drunter wird mir bald kurz übel, deswegen. Der Übergang ist komisch, ja. Der Übergang ist komisch. Aber hey, man kann es mal probieren. Ich kriege ja oft Tipps von Zuschauern. Manche sind halt scheiße und das war diesmal wieder der Fall. Was willst du, Bob? In der Nacht. Ich habe den Generator oben mal reingepackt in die Kiste über dem Dörrfleisch. Okay. Okay. Was willst du, Bob? Wir Zeit um 23:30. Na? Komm Leute, erzähl dir, mach irgendein Licht an. Also, na klar machen die Lichter, weil es dunkel ist draußen, aber das Licht ist ein falsches Licht. Ich habe diese eine Shotgun hier dabei. Ich werde die mal kurz antesten. Kurz antesten hier. Aber wie, aber wo? 12 Schuss ist die. Ach du Scheiße. Wir haben ein Ding an, gell? Ich weiß gar nicht. Wo soll ich dir denn testen? Einfach so schießen oder was? Oder jetzt ein Hirsch suchen? Ich musste vorhin gegen 10 Zombies kämpfen mit einer scheiß Pistole. Gar keine Chance. Wenn die alle auf dich zulaufen, du drehst dich um, du hast keine Chance. Das mehrfach. Irgendwann ist die Pistole kaputt gegangen, keine Ammo mehr gehabt, das Auto war im Arsch und muss ich nach Hause laufen und wieder Reparatursachen holen. Also Lumen scheint sowas wie Raytracing zu sein, oder? So ein bisschen, kann es sein? Ist das speziell von der Unreal Engine 5? Weil wir haben ja hier die Unreal Engine 5. Ich glaube, es ist das erste Spiel, das ich in der Unreal Engine 5 spiele. Weil ich spiele ja kein Fortnite. Na, kein einziger Hirsch. Und ich habe bis jetzt nur mit der Pistole habe ich mich gewehrt, denn ich habe die SVD und diese Special Force nur benutzt alle 7 Tage zwecks der Invasion. Aber hier ist echt nichts. Gestern waren 1000 Hirsche da und Wölfe haben mich attackiert und gespawnt. In mir drin schon irgendwelche Schweine. Achso, habe ich gar nicht kommentiert, habe ich gelesen zwecks Tau. Natürlich, als ich dich im Chat gesehen habe, bin ich sofort gerannt ins Licht, Tau.
Jetzt weiß ich aber nicht mehr, welche Taste ich drücken soll, damit das Spiel starte. Guten Abend. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Voll ausgerüstet hier. So. Ich muss hier noch ausleeren. Jetzt, wo du da bist, hast zum Start, bin ich mir nicht mehr sicher. Was soll ich jetzt sagen? Wo soll ich anfangen? Ich sag einfach, ja, passt schon. Und bei dir? Das freut mich. Dann geht's mir passt schon, dir geht's ganz gut. Ey, damit kann ich leben. Damit kann ich einfach leben. Was treibst du noch Schönes? Ich bin hier am Surviven, also zumindest manchmal. Also ganz selten. Also ich spiele einfach, aber ich survive halt nicht. Mal kurz auf meinen Counter schauen. Wo ist der denn? 184 bloß. Na, geht. Und mein Char hat ein Lerndefizit, sage ich euch, Chat. Genau wie ich in echt. Er muss 10-mal Bücher lesen, damit er überhaupt einen Strich bekommt. Katastrophe, hat immer keinen Bock dazu. Minecraft zockst, da habe ich noch nie gespielt. Aber ich sehe, wie andere spielen. Ich habe mir auch Craft Attack und sowas angeschaut. Dass er jedes Jahr so ein bisschen ist. Ist schon nett, aber irgendwie kann ich mit dieser Grafik null anfangen. Ich habe das C64er Zeitalter miterlebt und bin froh, dass ich jetzt andere Grafik habe. Auch wenn das Spiel von den ganzen von der ganzen Mechanik ultra gut gemacht ist. Das ist krass, was da alles geht. Weiß ich zu schätzen, aber ich möchte keinen Bauklotz sehen die ganze Zeit. Oh, das ist gut, Eisen. Das ist gut. Bei mir war es halt so, wir haben noch kein Antibiotika. Oder können wir ja bald machen, ne? Hast du gesagt? Und wenn du dann... Dafür wenn du, müssen wir jetzt mal schnell machen können. Ohne das kommen wir null weiter gerade. Macht ja nichts. Wir haben dann mal das Eisenzeitalter noch abgeschlossen. Die ganze Hacke, die ganze Äxte, die ganze Batteriedinge da. Wir müssen ja mal da pausieren, ne? Wenn du dann von Zombie einmal angehaut wirst, zack, bist du tot. Dann bist du infiziert und tickst runter. Tools. Hier nochmal rein. So. Ich hab schon ein Schiff gelootet. Aber das war nur ganz, ganz hier. Das hier war ich. Da kannst du nur ein bisschen reingehen. Das war nur so eine Kleinigkeit. Kann ich den Draht auch dazu? Ich habe so viel Platz dazwischen. Das Draht passt überall dazwischen irgendwie. Das ist Übertools. Okay, das ist das. Da ein bisschen Öl mit rein. Ja, da habe ich gar keinen Platz für die ganzen Dolche. Zu Waffen rein. Das sind ja auch irgendwie Waffen. Ja, da habe ich, glaube ich, eine gefunden, ja. Das ist die eine, die ich vorhin benutzt habe. Ja, da hatte ich, glaube ich, meine. Eine hatte ich. Also ich hatte am Anfang, ich hatte immer wieder welche gefunden. Habe sie aber irgendwie nie gebraucht. Habe sie immer weitergegeben und als ich sie gebraucht habe, war ich tot. Ich habe momentan eine Reserve-GPU, weil meine andere GPU immer schon wieder kaputt ist oder eine neue. Also du schickst eine ein, die kaputt ist. Du kriegst eine neue als eine ganz neue, ist auch kaputt, schickst sie nochmal ein. Also eigentlich nein. Also muss ich noch warten, was mit der passiert.
seit Dezember hatte ich da richtig diesen Probleme. Nächster. Ist leer, okay. Ich finde es total cool, wenn du etwas so in die Welt reinlegst und es bleibt da. In der Rucksäcken. Richtig krass. Das despawnt doch nie. Du kriegst ja sogar als Startpaket, je nachdem wie es eingestellt ist, kriegst du sogar eine Spritze. Und die habe ich auch weitergegeben. Bin ein netter. Hier ist... Ach, hier sind Zeichnungen und Dinge. Nimm noch mal die Kiste hier oben für Benzin. Ach, das geht gar nicht wegen Rücksäcken weiter. Scheiße. Ja, kommt aber auch da rein. Bei dir geht's mittlerweile. Das ist schön. Hast du nicht dir eine andere geholt? So. Du kannst dich totspritzen. Ich weiß ja nicht, also da musst du zum Bahnhofszoo. Da passiert doch sowas, oder nicht? Oder wie ist das bei euch? Ich habe noch drei Motoren hier drin. Ach du Scheiße. Wir haben gestern herausgefunden, dass man hier so schneller gehen kann, auch wenn man so rollen kann, wenn man hier Übergewicht hat. Wir müssen da Rucksack am Boden. Habe ich da nur rausgeschmissen aus Versehen oder was? Hier habe ich. Zack. Ich habe da leere Taschen, habe ich auch. Also überall, wo viel Platz ist, habe ich Sprit reingetan, ne? Damit. Weil ich kriege mal gar nicht unter. Sonst. Sind noch irgendwie Motoren hin tun. Und du hast die ganzen Adrenalinspritzen. Ich habe immer Adrenalinspritzen gehabt, dann noch eine Spritze und aber kaum Antibiotika oder Penicillin ist es da hier. Ist Antibiotika sowieso. Du hast viele von denen? Ganz viele? Ich glaube, musst du einen besseren Arzt zulegen im Spiel. Ich sag's dir. Ja, die Motoren sind ja auch anders groß. Ach, die lege ich auch hier oben hin. Ach so, Eisern. Wir haben hier oben Batteriedinger. Wir wollen Batterie mit mehr Leistung haben, mit mehr Speicherkapazität. So sehr viele gibt. Es gibt noch höher als 120. Es soll beim Händler die geben. Weißt du da zufällig welcher? Oh, du hast die Grafikkarte gebacken. Sehr geil. Habe ich auch schon gemacht, aber nicht mit der 2070. Natürlich, die Griss löst dann wieder zusammen. Super. Also, am besten immer so eine Pizza oben, Pizza unten, in der Mitte die Grafikkarte. Schön anmachen. Und dann hast du zwei Pizzen und kannst entspannt essen. Und die Grafikkarte funktioniert auch, wenn du irgendwas zockst oder Video schaust. Sehr geil. Mein Tipp. Funktioniert 100%. Kappa. Genau, und die soll es anscheinend nur beim Händler geben. Oder gibt es die auch auf der Karte? Also zum Looten. Du hast gesagt, unten die Taschen sind leer? Echt? Ach, schau mal hier, Hera. Die kann man auch looten, die Dinger. Kann man auch looten. Warte, ich nehme diesen einen Rucksack mal gleich weg. Das ist ganz zu packen, aber... Ey, wenn sie eh nicht geht, was hast du denn zu verlieren? Weißt du, ich meine, wenn der Scheiß eh nicht funktioniert, was wird... Habe ich gemacht, hat bei mir funktioniert, aber nicht, hat nicht lange gehalten.
Das will ich dir hiermit sagen. Wir kriegen nicht nur solche Militärrucksäcke, gell, hin, dass wir dadurch noch mehr mitnehmen könnte. Ich gehe davon aus, wenn wir den Tisch, den mechanischen Nähtisch haben, dass man die größeren machen kann, aber den kriegen wir nur komplettiert mit Stahlbarren. Da brauchst du 5 Stück für. Wir ja, brauchen vorher Glas, um die anderen Gebäude, den Kühlschrank und so fertig zu machen. Das finden wir ja dann. Zack. Ich wollte nur den Rucksack halt ins Auto packen, damit ich halt mehr mitnehmen kann. Ah, hier sind noch 2. Oha, geil. Nordwestliches Anwesen ist recht gut. Schau ich gleich mal. Ich kann hier nicht immer das Ganze anwenden. Oh, geil. NW sagst du. Norden, Westen. Hier? Da, wo ich gespawnt bin, da wollte ich schon immer mal wieder zurück. Hier bin ich gespawnt, da, wo das Bett ist. Das allererste Mal. Oder hier. Ist das, kann auch Nordwesten, ne? Das ist ja diese Anlage da. Hier bin ich gespannt. Gespawnt. Genau da. Okay. Ich finde es schade, dass man nicht gleichzeitig das Inventar sehen kann. Oh, das ist ja auch voll. Boah, okay. Und beim Automanagen hier. Oh, wo soll ich das denn hin tun? Hier, da. Dass man seinen Charakter sehen kann und das Auto sehen kann. Das wäre halt super. Ach, du nennst die Krabbler? Okay, ich habe die immer Spinnensormis genannt. Schau mal, die haben einen Namen sogar hier. Krabbler. Am Hafen ist ja auch einer fix, soweit ich gesehen habe. Boah, ich muss irgendwo noch Benzin hin tun, ey. Ah, hier. Dann habe ich noch so einen Rucksack. Wir haben gleich, glaube ich, die richtigen Rucksäcke im Auto. Die sind ja auch ultra stark, die Viecher. So. Und ich finde es total geil. Seitdem wir das Auto haben, mir macht es einfach viel mehr Spaß, das Game. Oh je. Yeah. Ja, das hat ja vorhin das gleiche gesagt, dass einfach Shotgun gegen die Wichser, ne? Im Effekt. Fertig. Das ist das gleiche gemeint. Ja, ich muss den ganzen hoch. Ich würde sogar hier oben das noch hinpacken, hier, da, zack, 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 zack. Könnten eigentlich selber eine Tankstelle aufmachen. Will alles haben. Also wir haben genug. Wir haben noch 2. Vielleicht finde ich noch irgendwann 2 und dann passt das mit den Rucksäcken hier. Wie lange spielst du schon Eisern das Game? Bei mir ist jetzt Tag 5 oder so. Also in Real Life. Gestern ganz kurz 2-3 Stündchen. Und davor immer so 8 Stunden Sessions. Jetzt Tag 5. Ja, es sind eigentlich noch eine Menge Fragen. Aber die kommen halt immer so auf, wenn man spielt. Als ob ich mir die merken könnte. Ich bin schon etwas älterer Jahrgang, haben wir vorhin schon festgestellt. Ich habe es eigentlich schon vergessen, dass ich der Jahrgang bin. So alt bin ich schon. Du bist der junge Stecher. Oder Stecher innen, ich weiß ja nicht. Tut mir leid. Was weiß ich? Weiß ich schon.
Stecher, wunderbar. Stecher, Rammler, Beste, so muss das sein. Zack. Ja, ich switch momentan doch mit ein paar Survival Games. Und ich mag halt Survival Games, wo man einen eigenen Server machen kann. Da bin ich immer das sofort dabei, auch bei Ark. Eigentlich mein Lieblingsspiel, ich habe mich auf Ark 2 gefreut, dieses Jahr wird leider nichts mehr. Hatte da so viele Server mit der Zeit. Und wenn der dedicated Server am Start ist, bin ich da. Weiß der Gags, allein da. Mhm. Dieses Spiel hatte ich von Steam vorgeschlagen bekommen. Mir okay. Icarus habe ich jetzt auch wieder angefangen nach 14 Monaten Pause. Dann sage ich noch Distera und Sans auf Forest. Ich hoffe, dass da auch bald dedicated Server kommen. Wanderrucksack, genau, Wanderrucksack passt. Oh, ich habe mir Server Guide angesehen gehabt und der meinte, wenn man es ein bisschen einfacher haben möchte, stellt man erstmal auf 360 Tage. Wir sind bei Tag 79, also ist es ja eigentlich okay für 5 Tage Spiel. Realtime, Tag 80 jetzt gleich, ist ja eigentlich okay. Haben wir mehr von. Oder länger was von. Ich habe vergessen, dass ich die Tasche hier auch wieder hin tun muss. Warte, ich nehme diese Dinger wieder raus hier, die dazwischen sind. Und tu die dann nebeneinander, die anderen. Damit sie alle in einer Kiste sind hier. Die Horden sind eh sehr krass. Das spawnen 50 Zombies und die können wir nur mit. Also, wir haben es, glaube ich, 2 oder 3 Mal geschafft. Da laufen 20 hinter dir her, die rennen ja so schnell wie du. Wir tun immer davor Dings daneben hier, Hot Chili, damit man mehr Ausdauer hat. Und hey, wenn auf dich 30 Zombies zulaufen, drehst dich einmal um, die hauen dich ja schon, du kannst halt gar nichts machen. Du kannst gar nicht anvisieren. Aber mit der, also mit der normalen Shotgun war scheiße, aber mit der Special Forces Assault Rifle Vollautomatik ging's halt dann. Pistole kannst ganz vergessen und mal schauen, wie diese jetzt Schrotflinte sich jetzt verhält. Aber wir sind jetzt zu zweit. Schön entspannt. Ich glaube aber laut Servers, Standard-Server-Settings können höchstens 50 Zombies auf einem Platz bauen oder so. Wie ich das mitbekommen habe. Sollten gleich erstmal ein bisschen Kalk holen, damit wir Glas. Das kannst du eigentlich. Ja, erstmal nur ausräumen hier. Das kannst du eigentlich hier sehen mit deinem Server bis Informationen. Oder du tust das 7 Tage Größe der Zombie-Wellen. Zweimal, okay, das kannst du hier nicht sehen, das ist am Server dann, okay. Dann kannst du, ich dachte, hier kann man sehen, aber das ist halt. Ich wollte eigentlich noch irgendwas machen hier. Bevor wir nochmal da losgehen. Scheiße, ich hab das. Jetzt dahin. Was ist dahin? Haben wir jetzt eigentlich Eisenäxte und so einen Scheiß? Ich hab jetzt eine Spitzhacke. Ich hab jetzt 3 Metallspitzhacken, also Eisenspitzhacken mir jetzt mehr oder weniger hergestellt und eingepackt schon mal. Kann ich da auch eine haben von? Wenn ich mitkloppe? Da stellert mehr her. Stell mal 10 her, wenn wir haben oder so. Den glaube ich halt mit. Sch
Shift-Alt-O, was ist denn das? Shift-Alt-O. Und dann? Für was gibt man das Passwort ein? Also, nee, kenne ich nicht. Ich habe einen dedicated Server woanders laufen. Also, ich bin halt der Admin. Ich habe halt das, wenn ich möchte, ja. Ah, hier habe ich es hingetan. Zack, okay. Zu was verleitest du mich da? Hätte ich keine. Okay, kann sein, dass es auf seinem Server nicht funzt. Ist das ein Cheat-Menü oder was? Das Gute ist, ich mache hier für alles dedicated Server. Da können auch immer Leute joinen, sei es Ark, sei es andere Spiele, wurscht. Und da bin ich ganz sicher, dass man halt da nicht cheatet, mehr oder weniger. Weil ich mag das so überhaupt nicht so generell. Manchmal werde ich bei Ark sogar gefragt, Gags, können wir auf deinem Server spielen? Weil wenn ich es auf meinem eigenen spiele, cheate ich die ganze Zeit. Bei mir war es bei sich ja ganz gewiss, dass ich das halt nicht mache und das ekelt mich an, sowas. Deswegen, du kannst mich da nicht verleiten. Hier, Eisern. Hui! Legen wir uns ein bisschen schlafen, mein Charakter hat 0. Außer es hat irgendwas, wo man irgendwas Cooles machen kann, zwecks Admin-Sachen, wo man vielleicht was speichern kann oder irgendwie was sehen kann, wie viele Zombies da sind. So Administrator-Menü von Ark war ja auch super. Mein Schal ist voll schmutzig. Fertig oder was? Achso. Ich merke das nie. Warum geht es eigentlich nicht weg? Ja, freut mich, jemand von der Eisernen Horde zu treffen hier im Chat. Wenn wir Fragen haben, dann. Stellen wir sie einfach so random und dann, wenn wir sie nicht beantworten können, kann ich ja dich dann fragen oder wir finden es heraus. Achso, gibt es eine Taste, wo man etwas von dem gleichen Material mit einer Taste rübergibt? So wie bei anderen Games mit Steuerung oder mit Shift oder so? Wo ich jetzt sage, wenn ich eine Taste drücke, sind alle Kräuter zack weg. Also Kohlenhydrate habe ich 18, Proteine 37. Kann ich mit dem Dörrfleisch und den Pilzen oben kurz was machen? Ja genau, habe ich auch gerade hier vor. Kannst die Kräuter auch nehmen. Es ist egal, ob du Pilze oder Kräuter nimmst, habe ich rausgefunden. Hast du meine Kräuter schon wieder weggenommen hier? Kannst du die da rein tun oder hinschmeißen? Ich bräuchte noch 2 Pilze oder 2 Kräuter. Du hattest die gerade rausgenommen aus dem Teil, wo ich sie gerade reingetan habe. So, stopp, so. Ich glaube, das pausiert sogar, wenn alle off sind. Das kann man gar nicht einstellen. Also bis jetzt, jedes Mal, wo ich reingekommen bin, meine ich, wäre der Server an dem Punkt, wo wir raus sind, auch wieder weitergelaufen. Normalerweise läuft der Dedicated weiter. Ich glaube, wenn alle off sind, pausiert der.
Eine bräuchte ich zum Essen von den Rücken. Achso, ja, ich hätte doch mehr gegeben. Ich wollte nur mal kurz, weil ich bin erst auf 16. Wer hat denn Geburtstag hier? Was ist denn passiert? Bei mir sind es noch ein paar Tage. Hat Sternchen heute Geburtstag? Er ist doch super. Hat er doch hier rüber geradet? Nach 0 Uhr? Oder vor 0 Uhr? Dann weiß ich da Bescheid. Dann kann ich dann auch mal da rein schnabulieren, gratulieren und liken. Weißt du? Na klar. Gut, dass du mir das sagst. Hey, du hättest mir das vorenthalten. Sag's, wie es ist. Du hättest mir das vorenthalten. Wenn du wüsstest, dass du hier richtig bist. Oder falsch bist. Oder was auch immer du bist. So, so, so. Okay, okay, okay. Das merke ich mir. Ich höre mir noch ein bisschen hier. Scheiße, immer noch traurig. In der Werkbank sind zwei Metallspitzhacken, die dann mit sprechen. Oha, geil, Mann. Eins, zwei. Okay. Dann kann man ja dann rein gratulieren. Danke für die Info. Ich meine, wenn du schon gratulierst, kannst du auch die Geschenke da lassen. Ich gebe sie natürlich weiter, ohne Probleme. Meine ganzen Flaschen sind hier leer. Ich muss doch ein bisschen was mampfen hier. Trinken. Ja, X hier ist ein gutes Geschenk. Nur ein bisschen. So, oder wird sonst ist es ja hier. Das habe ich echt aus der Flasche. So. Erstmal die Flasche pinkeln dann, und dann waschen. Aus der Flasche. So meist in echt. Nicht wie ihr das macht. Erst noch ein Pilz. Ihr habt noch einen Pilz gefunden. Geil. Ich komm gleich, ich komm gleich. Ich hab auch vor, einen zu mieten. Also bei dem Spiel lohnt sich's. Also, denn ich glaube, dass das Spiel dann besser läuft, wenn du drauf connectest, anstatt dass es bei dir gehostet ist. Dann hast du, glaube ich, auch mehr Frames. Also kann ich mir vorstellen. Ich kann nichts promissen, aber vielleicht ist es so. Vielen Dank hier, Sagishi-chan, dass du geleakt hast, dass heute Sternchen Geburtstag hat. Ich werde das für mich behalten und erstmal drüber schlafen und dann schaue ich, was ich damit diese Information mache. Amen. Mach das, werde ich tun. So, I'm ready. Möchten Sie diesmal fahren? Geil, Mann. Geil, geil, geil. Ich habe mir doch schon angeguckt, wo wir hin müssen für die Kalkmine. Ich hab einen Chauffeur. Wer ist der hier? Achso, ich kann aussteigen, warte. Oha, hör mal, was, ich sehe nichts. Blind. Hey, durch Loom wäre ich hier noch mehr geblendet worden. Muss man eigentlich ein neues Game starten, wenn man einen Server mietet, oder kann man das Spiel weiterspielen? Was? Wolltest du die Tür auflassen so lange, oder? Ja, ist doch egal, Freund. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Den Charakter, den du machst, optisch und mit den Werten beim Würfeln bleibt, wenn du den benutzt, egal ob Single oder Multiplayer gleich, nur die Skills werden auf Null gesetzt, auf jedem Server separat. Also die Daten, was du geskillt hast, wird auf jedem Server musst du es leveln, wenn dann. Was bleibt dann? Das Aussehen und die Bonusse hier schnell da lernen oder sonstiges. Ach so, ja, Trades, okay. Ja, das ist, die nehmen halt auswählt, okay. Aber, Eisern, du spielst ja, glaube ich, Singleplayer, oder? Oder wie spielst du denn? Und dann tut er genauso speichern. Ich würde es nicht wetten, aber normalerweise kannst du dieses Safe Game einfach auf den Server übertragen. Wenn du dich da ein bisschen auskennst.
ist im Moment, es ist im Endeffekt einfach Copy-Paste ein bisschen hin und her. Also, wenn du da das gescheit anstellst, solltest du nicht neu anfangen müssen, slash neu skillen. Oder die ganze Welt halt mitkopieren können. Denn es ist ein ganz normales Verzeichnis, was du einfach nur kopierst und einfügst im Server dann. Falls es die gleiche Struktur ist am Dedicated wie am im Singleplayer, was ich ja glaube, sollte so sein. Müsste gehen. Ist einfach in dem Saved-Verzeichnis drin. Der Spielstand. Also ich kannte den, also weiß nicht, ob du die Struktur kennst vom Spiel. Bei No One Survived halt, gehst du in das Ding, bei mir ist es WRSH, aber egal. Gehst du in Saved rein, da hast du halt Config, Crashes, Log, Save Games. Und das gibt dann Autosave und World Saves. Und die Sachen würde ich einfach auf den Dedicated Server dann hochladen oder so, je nachdem, was du halt da mietest oder so. Können wir dann, wenn du dann Fragen hast, nochmal durchgehen oder vielleicht gibt es sogar Anleitungen bei dem, wo du mietest. Aber sollten die Danish-Dateien sein, weil wenn du selbst hostest, machst du ja nichts anders. Und hier soll es Karl Grüner geben, oder wie? Ich habe gerade mal geguckt, wir müssen noch ein bisschen weiter nach rechts. Wobei, kann das sein, dass jetzt hier schon der Eingang ist? Mal gucken. Wo fährst du mich denn hin? Ich bin nicht geschnackt. Da. Hier gibt's Kalk. Eigentlich müssten die hier die Steine, also diese kleinen Erdhaufen sind nur Fake-Optik. Also Fake News. Oh, okay. Das hier könnte, glaube ich, Kupfer sein. Mal ausprobieren. Ja, das ist Kupfer. Dann ist das hier dieser helle Stein, oder? Mal auch gucken. 2, 3. Der ist auch Kupfer. 4. Dann ist das, was du hast, Kalk. Ich hab Kalk. Genau, diese hellen da. Da ist ein Freund hinter uns. Hast du? Ja, warte mal kurz, lass mich mal diese neue Schuldfunde testen, bevor du da was machst. Mal kurz schauen, wie die ist. Auf der vorne, vorm Auto. Warum nimmst du nicht den Dicken, der hinter dir her? Ach, ich hab nicht gesehen, dass der eine ist. Hast mehr Trefferfläche. Ein Schuss hat nicht gereicht. Okay, 2 Schüsse. Kann ich jetzt nicht sagen, wenn mehr sind oder so. Loot den Dicken am besten noch. Wollen wir nur Kalk mitnehmen und das Kupfer erstmal hier lassen, weil wir haben ja eigentlich was 2 Barren Kisten voll. Da kommen noch mehr Freunde, kannst du noch mal ein bisschen üben. Ich hab nur 10 Schüsse, aber ja, kann ich, mach ich. Du musst so obere Brustkopfbereich zielen, dass du direkt mit der Pumpe wegpumpst, dann ist direkt. Musst du eigentlich mit jedem so. Je nachdem. Vom das Namen ist er One-Shot. Okay, okay. Also einfach warten. Der fährt der auch, oder was? Das ist falsch. Kupfer. Achso. Den habe ich nicht. Nee, ich versuche Kupfer liegen zu lassen, weil wir eigentlich im Moment von Metallen fast 2 Kisten voll haben. Aber hier gibt es ja kaum Kalk. Was ist denn Kalk? Das ist ja auch gut, was ich jetzt hab da, oder nicht? Der weiße Stein, ganz weiße, flache Stein ist das hauptsächlich. Genau, den ich als erstes abgebaut habe, aber habe ich nicht mehr hier. Ja. Da, okay, da, okay. Der da. Stimmt, Shotgun macht Sinn vom Namen, doch warte. Das ist das Lied hier. Von den Jungs, die Bulli-Pirate gemacht haben. Gibt's einen Song. Wo die über Shotgun singen. Das ist schon lustig, dieser Tiere. Okay. Macht da nicht Sinn, ja, hast ja recht. Ist gut, dass du hinterherfährst, dann kann ich immer wieder ablegen, ins Auto sein muss.
ist zwar nett mit so Rucksäcken, aber was man... Achso, ich tue es einfach mal so hier rein. Fertig. Da passt hier ein bisschen was hin. Dass ich nicht gleich den Sack rausnehme. Bei den Haufen, die hier sind, ich weiß nicht, gibt es eigentlich Bohrer, die man bauen kann, die auch Erze extrahieren, anstatt nur Flüssigkeit? Könnte ich mir vorstellen, man hier vielleicht einen Kalk irgendwie laufen lassen kann mit Sprit oder so. Weißt du, was ich meine? Nee, ich habe gerade nur so halb zugehört. Was hast du, was war Flüssigkeit? Ich sagte hier, diese Haufen. Vielleicht ja. Kann man hier so einen Bohrkörper draufstellen und der fängt dann an zu drillen. Ach, wie bei Icarus dann. Oder was? So Bohrding? Ja, so weit drillen. In der Richtung, hätte ich gesagt. Keine Ahnung. Oder das vielleicht, aber da ist nichts so anwählbar. Den habe ich gar nicht, Eisern. Das ist das erste Mal. Du bringst die Grafikbugs hierher. Du bist Eisern. Bringst die Scheiße mit? Noch nie gehabt. Ich habe aber noch nie solche Steinhaufen gesehen. Oder das war vielleicht wegen dem Lumen.